Na, ma fi aħħaftnem d-dne mi vanen mea band x-Mediko Internazjonal. Per ġwe Mediko Internazjonal nastiken x-berkuħew proġe humanitar le Rojava għamma għadiken b-xkirje d-dn. Osmas Berlin! Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sprechen kann für Mediko International. Vielleicht erinnert ihr euch an die große Demo in Köln Ende Januar. Da sollten wir ebenfalls einen Redebeitrag halten auf der Abschlusskundgebung, die dann allerdings leider von der Polizei vorher verboten wurde. Die Bühne wurde abgesperrt und der Strom abgestellt. Umso schöner, dass wir heute hier zusammen sind und demonstrieren können. Mediko steht ja schon seit Beginn der Aufstände in Syrien immer an der Seite derer, die für eine demokratische, gleichberechtigte und pluriethnische Gesellschaft in Syrien kämpfen. Seit der Befreiung von Kobane unterstützen wir den Aufbau des Gesundheitssystems in Rojava. Wir haben Spenden gesammelt für Krankenwegen, für eine Blutbank für Kobane, für Rentengeräte und für Medikamente. Und aktuell arbeiten wir zusammen mit dem Gesundheitsrat von Afrin und unterstützen diese bei der medizinischen Nothilfe und bei der Beschaffung für Medikamente. Ich möchte heute über die humanitäre Situation reden und wie wir sie verbessern können. Anfangen möchte ich aber mit einem alten griechischen Dichter, denn der wusste schon vor Hunderten von Jahren, im Krieg ist die Wahrheit immer das erste Opfer. Und deswegen möchte ich beginnen mit einem Zitat des türkischen Vizeministerpräsidenten. Er sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zum Feldzug in Afrin, und jetzt zitiere ich: Bei den Operationen der türkischen Streitkräfte gab es bis heute keinen einzigen Zivilisten in der Region, dem auch nur die Nase geblutet hat, geschweige denn, der ums Leben gekommen ist. Hört sich an wie eine dreiste Lüge, ist es auch. Wir haben den Faktencheck gemacht. Wir telefonieren ja regelmäßig mit den Ärzten in Afrin und ich habe sie gefragt, was sie davon halten. Sie sind schockiert und sprachlos. Die Ärzte in Afrin haben bis heute über 200 tote Zivilistinnen und tote Zivilisten gezählt. Sie behandeln über 600 Verletzte. Darunter viele Verletzte durch Granatsplitter. Die regulären Patienten, zum Beispiel Krebspatienten oder Diabetikerinnen, bekommen nicht mehr die Behandlung, die sie eigentlich bräuchten, weil die Ärzte so damit beschäftigt sind, die vielen Kriegsverletzten zu behandeln. Die meisten medizinischen Zentren in den ländlichen Gebieten mussten ihre Arbeit unterbrechen. Und auch die vielen syrischen Binnenflüchtlinge können nicht mehr versorgt werden, seit die Türkei Afrin angegriffen hat. Sie berichten außerdem von direkten Angriffen auf Gesundheitseinrichtungen. Und direkte Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen sind übrigens ein ganz klares Kriegsverbrechen. Zum Beispiel werden Krankenwegen beschossen, wenn sie versuchen, die Verletzten aus den ländlichen Gebieten in die Stadt Afrin zu bringen. Das medizinische Zentrum in Rajo wurde getroffen. Und am 13. Februar berichtete uns Dr. Civan aus dem Krankenhaus in Afrin, dass erstmals Granaten direkt im Stadtzentrum von Afrin eingeschlagen sind, eine davon nur 50 Meter vom Krankenhauseingang entfernt. Ein Taxifahrer, der Verwundete einliefern wollte, wurde getötet und 5 weitere Personen verletzt, 2 davon schwer. Auch andere zivile Einrichtungen wie über 30 Schulen, ein wichtiger Staudamm und die Wasserwerke wurden angegriffen. In Afrin leben zurzeit teilweise bis zu 50 Menschen in einer Wohnung, die sich vom Land in die Stadt geflüchtet haben und nun bei Verwandten unterkommen. Die Menschen sind verängstigt und wütend, denn ihr Leben ist bedroht. Und jeden Tag fliegt die türkische Luftwaffe über Afrin und schüchtert die Menschen weiter ein. Einen weiteren Vorfall möchte ich auch noch erwähnen. Am 16. Februar informierten uns die Ärzte aus Afrin, dass sie 6 Patienten mit Atemnot und Hautreizungen behandeln mussten. Die Verletzten stammen aus einem Dorf, das zuvor von der türkischen Armee und verbündeten Milizen angegriffen wurde. Die behandelten Ärzte sehen die Symptome als Indiz für den Einsatz von chemischen Kampfstoffen.
Es wurden nachweislich Chlorgasrückstände gefunden. Und der Einsatz von chemischen Kampfstoffen ist ebenfalls ein Kriegsverbrechen. Leider gibt es keine unabhängigen Untersuchungen dazu. Wir hätten diese Proben gerne ebenfalls untersucht, aber das türkische Militär und auch die syrische Armee verweigern internationalen Helfern und Journalisten aktuell immer noch den Zugang nach Afrin. Die UN kann den Vorfall ebenfalls nicht untersuchen, weil Russland mit einem Veto eine unabhängige Untersuchung verhindert. Was können wir also tun, um die humanitäre Situation in Afrin zu verbessern? Ich habe Dr. Nouri gefragt. Dr. Nouri ist medizinischer Notfallkoordinator in Afrin und auch Arzt. Er hat mir gesagt, und ich zitiere ihn: Es fehlt an Medikamenten und Operationsmaterial. Wir brauchen Milch für die Kinder und Insulin, Diesel für Heizgeräte und Generatoren. Aber das Dringlichste zur Verbesserung der Gesundheitssituation ist, dass die Türkei ihre Angriffe stoppt. Wenn die Bundesregierung also tatsächlich die humanitäre Lage verbessern will, dann muss sie Druck machen auf Erdogan und keinen Kuschelkurs fahren. Es ist ein Skandal, dass 43 Tage, nachdem die Angriffe gestartet wurden, das Auswärtige Amt immer noch rumlaviert und angeblich noch zu keiner Lageeinschätzung gekommen ist, weil sie einfach nicht sagen wollen, dass es sich dabei um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg handelt. Mit diesem Kuschelkurs werden wir Erdogan nicht dazu bringen, das Völkerrecht einzuhalten und zum Beispiel den Beschluss des UN-Sicherheitsrats für eine 30-tägige Waffenruhe weiter zu ignorieren. Die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass die Menschenrechte in Syrien, aber auch in der Türkei wieder eingehalten werden. Die Bundesregierung darf nicht schweigen, wenn die komplette kritische Zivilgesellschaft in der Türkei verfolgt und festgenommen wird. Und als Medico wissen wir, wovon wir reden, weil mittlerweile fast alle unsere Partnerorganisationen in der Türkei verboten sind. Ihre Büros wurden geschlossen und versiegelt. Um Druck zu machen, haben wir eine Unterschriftenaktion gesammelt gegen die Nachrüstung der Leopard 2 Panzer. Und wir haben zumindest einen kleinen Erfolg erreicht, nämlich dass die geschäftsführende Bundesregierung erstmal über diesen Deal nicht entscheiden will, sondern diese Entscheidung erstmal vertagt hat. Aber wir wissen, damit dieser Deal tatsächlich platzt, müssen wir noch viel mehr machen. Denn auf der anderen Seite hat die deutsche Regierung nach der Freilassung von Mesale Tolu und vor der Freilassung von Deniz Yüksel eine Reihe von Rüstungsexporten in die Türkei genehmigt. 31 Stück. Genehmigt wurden den Regierungsangaben zufolge unter anderem Rüstungsgüter mit Codenummern, die die Bereiche Bomben, Torpedos, Raketen, Flugkörper, Feuerleit- und Überwachungssysteme, Landfahrzeuge, Schiffe und Marineausrüstungen, Luftfahrtgeräte und elektronische Ausrüstung sowie Spezialpanzer und entsprechende Teile und Ausrüstungen abdecken. Das ist ein richtig dreckiger Deal und ein fatales Signal. Ein fatales Signal, das den autoritären Kriegskurs der türkischen Regierung unterstützt, statt ihn zu beenden. Das wird Erdogan nicht von seinen Plänen abbringen, Afrin genauso zu belagern, auszuhungern und zu bombardieren, wie es Assad bereits in Aleppo gemacht hat oder aktuell in den Vororten von Damaskus tut. Wir sind also weiter gefragt. Wir müssen sagen, was ist. Wir müssen Kritik üben. Und wir müssen weiter Druck machen gegen die dreckigen Deals. Wir müssen das humanitäre Problem der Menschen in Afrin, aber auch in Ostghuta und Idlib zu einem politischen Problem in Deutschland machen. Und deswegen sind wir hier im Regierungsviertel genau richtig. Und als ersten Schritt müssen wir dafür sorgen, dass alle Rüstungsexporte gestoppt werden. Dankeschön! Tanaka, you manage, boy.